aggressive front when it mattered most. Lots more puck talk coming your way, and we'll get to it next. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 21, zum BR Pro Mode. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und noch ein Sieg gegen Vegas am letzten Spieltag versuchen wir heute gegen Detroit auswärts auch unser Glück. Schauen wir mal, ob es uns gelingen wird. Wir haben Angriff und Verteidigung auf unserer Seite. Die Red Wings haben die Tore auf ihrer Seite. Mal schauen wir mal, ob sie uns besiegen können. Ein Sieg wäre gut, wären 3 Punkte. Würden uns in der Division weiterbringen, würden uns in der ganzen Liga weiterbringen. Und gleich zum Anfang, das gleiche Bild wie im letzten Spiel. Erstes Tor HB, 1:0 für Los Angeles. Und jetzt werden wir schauen, vielleicht kriegen wir jetzt wieder die Anweisung, was wir da sehen. Ich werde wieder auf Tor gehen. Ich möchte den Scout aufbringen. Ich möchte meine Marken jetzt endlich einmal pushen. Ich weiß, ich wollte ein bisschen mehr Faustkampf auch machen. Und das zweite Tor gehört auch noch mir. Vielleicht schaffe ich es jetzt gegen Detroit, den Hattrick zu machen. Hoji, wir werden ein Tor machen. Weil ich möchte unbedingt meinen Hattrick endlich haben. Und ich möchte mir als Center endlich in der Mannschaft finden. Weil ich weiß, die ersten. Das erste NHL, was ich BR Pro so nur für mich gespielt habe, da habe ich den Memorial Cup gewonnen mit den Oho, das ist cool. Bei den Picks bin ich ganz hoch Roma Center. Ich wollte das jetzt einfach mal drin stehen lassen. Aber wie gesagt, bei den ersten NHL habe ich
eben die Memorial Kakuma mit dem also Wolfroms aus Logan. Ich glaube irgendwas mit Huskies. Aber dafür wieder da in der NHL komplett versorgt, wo ich dann in der AHL-Liga, also in der Aufbauliga von Arizona, ja, mit Drift drafted wurden und bin in die Aufbauliga gekommen. Zu die, was sind die Roadrunners, glaube ich, hassen die. Und bei Toronto war ich auch mal in der Aufbauliga. Naja, warum können sie auch Tor schießen, die Red Wings? Der Sieg ist der, was wichtig ist. Und der Sieg. Aber das ist ja gut, dass wir da bei der Trophäenjagd am Platz 2 stehen mit 33 Punkten. Der Hattrick sei mir bis jetzt noch nicht vergönnt. Ja, ich wollte eigentlich, aber der andere kämpft für mich, okay? Aber Los Angeles gewinnt in dem Fall. Da. Detroit penalty to number 59, Tyler Bertuzzi, a 5-minute major for fighting. Na. Du hast dich verletzt, du kannst weiter zusehen oder abbrechen. Um das Spiel zu simulieren, dann darf man das Spiel simulieren, weil wenn ich jetzt hier nicht auf dem Eis stehe. Oh Gott, warum verletzt sie mich gerade? Und wie lang? 3-3.
Ich hoffe, dass ich hier aus für 5 zu 3 verlieren wir. 5 zu 3 verlieren wir, meine Sportsfreunde. Detroit kehrt der Heimsieg. Wir haben zwar das Versprechen gehalten, aber ein blödes Video, wenn wir ja verletzt sind, aber das da geht da an die Red Wings. Also in der 2-3 und bin jetzt hier, habe jetzt mich selber gerade übersehen. Schade, schade, schade. Aber ich habe mich selber übersehen wahrscheinlich. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Ah ja, doch, die Verletzung mir ein bisschen angelegt. Obviously, look, it was a concern to see the kid have to leave this one early, but my understanding is that, you know, despite the loss, I think a real big silver lining and a big exhale collectively for the team is that he is going to be okay. It sounds like he'll be fine despite the loss, and I think you would gladly concede the 2 points to know that he's going to be okay long term. All right, we got to take a quick break, but we got a lot more to get to. Stay with us. Well, busy night in the National Hockey League. Let's see what happened elsewhere on the ice. The Kings were hoping to quiet the crowd on the road against the Red Wings. Detroit tightened it up late when they needed to most, and they pick up the 2 points. They may not have won this one, but their sensational freshman continues to impress, finding the back of the net. With this one in the books, there's a few other final scores we'll get you caught up on at this time. The Penguins took to the ice to battle the Islanders. Pittsburgh padded the stats on this night and pick up the easy win. The Devils took to the ice for a collision with the Sharks. New Jersey tightens it up when they needed to most, and they preserve the victory. A very special guest drops by on the show, and we'll do that next. Let's focus on one of the hottest players in hockey right now. And I'll tell you what, everything he touches right now seems to light a lamp, right? Whether he's getting an assist, whether he's scoring, he's just on fire right now. And I'll tell you what, you want to put me down for a prediction? And I don't think this is a hot take at all, at least not as hot as the way he's playing right now. I'm telling you, I see a goal. I see a goal on the ice tonight in this one. There you go. I called it. Hopefully I didn't jinx him, but that's my prediction going into this one. Yeah, what say you? Yeah. Looking at some of the other news and notes going into Schüsse im zweistelligen Bereich. Öfter aufs Tor schießen, okay. Dann probieren wir das mit einem Tor schießen.
ist jetzt hier mindestens 10 Mal aufs Tor schießen und eventuell ein Tor erzielen, meint er, mein Teamkamerade. Mein Teamkamerad, das müssen wir mal Minimum 10 Mal das Tor schießen, müssen wir ein bisschen aufschreiben fürs nächste Mal. Plus ein Tor erzielen. Deswegen habe ich das nur mit öfter aufgeschossen, weil dann fällt das wahrscheinlich weg, das mit dem Team, sein Teamspieler oder so, aber vielleicht auch nicht. So, der Coach kommt auch noch einmal. Okay. Okay, die Scout-Listen. Diplomatisch können wir nicht antworten. Das andere können wir auch nicht machen. Dann jedes Tor zählt. Jedes Tor zählt. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt müssen wir auch überzeugen. Zusätzlicher Druck ist nicht hilfreich. Erklärung, Überzeugung. Mitspielersympathie machen wir. Einen Punkt holen, ja, das versuchen wir ja so oder so. Deshalb brauchen wir keine Notizen machen. Neue Herausforderung. Ah, gut. Gut, dann sind wir beim nächsten Spiel sind wir dabei. Beim nächsten Spiel sind wir dabei. Na, ist die Verletzung jetzt nicht so gravierend gewesen. Ich möchte gerade wissen, ob man da irgendwo das eventuell sehen können. Ob wir das irgendwo sehen können. Wir haben hier jetzt 23.620 auf dem Konto. Wir können uns nichts leisten. Fähigkeitspunkt haben wir auch kein Training. Das passt auch. Dann die Startzentrale. Die sagt uns, Los Angeles wird auf 1 bleiben. Jawohl. Und in der ganzen Liga bleiben wir auch auf dem dritten. Das passt auch. Da werde ich mir jetzt doch erschmeißen von meinem zweiten Platz. Nein, nicht einmal. Nicht einmal. Spiele bearbeiten. Verletzungsbericht haben wir doch keinen. Gut, dass wir das mit dem Sanitäter genommen haben. Ich kann jetzt ganz gerne die Spieleinstellung sagen für den einen oder anderen. Da Gameplay-Regeln.
sind da so die allgemeinen, da wo ich mir wieder aufhalt. Wie seht ihr es? Das ist das, was ich, was wir eingestellt haben. Oder ist schon eingestellt gewesen, ich weiß gar nicht mehr. Und da Bier Pro Einstellungen. Und das sind das, so wie es hier Spiel. Audio-Einstellungen, ich sehe gerade, dass die Musik weg ist. Ich wollte es so sagen, zum Ende der Folge. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich würde mich auch freuen, wer Lust und Laune hat. Da kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier mit dem HP weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich Ihnen noch bis zum nächsten Spieltag einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann auch normal mit uns über jedes Spiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HP. Servus.